Guten Tag, wir haben Mittwoch den 7. November und wir machen jetzt das Schlafzimmer weiter. Vanessa ist sich noch die Haare am Föhnen und ich baue dann mal weiter die Kommode auf, Schrank, wie auch immer. Dazu stelle ich euch ein bisschen ein. Oh, schönes Licht. Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning. Ja, ich bin gerade kurz ins Bad gegangen, weil ich nämlich kurz mein Gesicht eincremen muss wegen meiner Stirn, also die dreht wieder am Rad. Ich versuche euch mal irgendwo hinzustellen. Ihr seid jetzt gerade ein bisschen schief, tut mir leid, aber muss jetzt so gehen. Ja, mein Gesicht macht im Moment wieder das, was es will. Ich sehe aus wie sonst was. Deswegen creme ich das mal regelmäßig ein, damit es nicht trocken wird. Wir gehen jetzt in den Keller. Ich habe euch ja gesagt, dass wir im Keller weitermachen. Wir haben im Schlafzimmer jetzt eigentlich nicht mehr viel gemacht. Wir haben nur noch den Kleiderschrank aufgebaut und wir haben alles da eingeräumt, was also in unserem Kleiderschrank war. Also quasi alle unsere Anziehsachen. Da der Schrank natürlich ein bisschen klein ist, passen da nicht alle Sachen rein. Aber da ja eh noch ein Schrank ins Zimmer kommt, der jetzt im Moment im Flur steht, da kommt ja dann der Fernseher und so drauf, da brauchen wir noch Türen von Ikea. Da kommen dann auch noch ein paar Anziehsachen rein und dann müsste das eigentlich klappen. Genau. Ja, wie gesagt, dann müsste da eigentlich genug Platz sein für die Anziehsachen. Das Zimmer hat mir gerade noch Wasser gemacht. Ja. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt in den Keller. Ich hoffe, ihr habt jetzt kein Problem damit, dass ich heute nicht geschminkt bin oder so. Aber das sehe ich jetzt nicht ein, wenn wir eh nur im Keller sind. Okay, können wir gehen? Are you ready to take off? Hier im Flur sieht so schrecklich aus. Guck dich das mal an, ey. Alles Kartons und ja, wenn wir nicht mal langsam in den Keller gehen, dann wird das wahrscheinlich nie fertig werden. Auch so schön blau. Wie du da hängst. Machst du die Tür noch zu? So, okay. Also, das ist unser Keller. Ja. Das ist doch ordentlich, oder? Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock, ne? Also ich würde sagen, wir bauen erstmal die Dinger hier auf, um die alten leer zu machen. Wäre vielleicht am sinnvollsten. Machen wir das? Let's go! So, wir haben jetzt schon zwei Kartons aufgebaut. Ganz normale Größe. Und ja, hier ist jetzt der erste Karton. Hier sind Sachen drin, ey. Ein Bügeleisen. Okay, das behalten wir auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung, was hier noch drin ist. Noch, das ist meine Figur von der Kommunion. Oh Gott, ey. Also wieso was hier, das kann halt weg. Weißt du, die zieht halt eh keiner mehr an. Verkauft werden können sie sowieso nicht. Mal ganz davon abgesehen. Und ach, keine Ahnung, was hier alles noch drin ist. Unterlagen. Die Tokyo Hotel Tasche. Oh, hier ist mein altes Lätzchen noch drin. So, was behalte ich halt auf jeden Fall, aber Sachen, die halt keiner mehr braucht, die kommen dann auf jeden Fall einfach konsequent in den Müll, weil sonst bleibt hier einfach alles extrem voll. So wie sowas hier. Das Vieh braucht kein Mensch mehr, damit habe ich keine Verbindung, gar nichts. Außer mein Hund da, mit dem, ja, so sieht er auch aus. Ich habe dem da vorne mal die Haare abgeschnitten. Das ist Flecki. Oh, das war immer mein Kuscheltier. Wir haben jetzt den ersten Karton immer noch nicht voll und es sind schon zwei Kartons leer. Das machen wir sehr gut. Und dann sind wir jetzt hier, jetzt bei dem. Da haben wir ja unser Geschenkpapier drin. Das kann auch in den einen Schrank. Kann ja in einen von den Schränken rein. Muss ja nicht unnötig eingepackt werden. Please. So, also wir haben jetzt hier erstmal... Ist das nicht so laut? Was? Ist das nicht so laut? Tim hat jetzt hier, während ich die Kartons gemacht habe, alles auf eine Seite geräumt. So sieht's auch aus. Oh Gott, ey. Ja. Und hier die Wand ist jetzt erstmal frei quasi, nur noch vom Fernseher, der Karton. Also den behalten wir auch.
Der wird auch wieder dahingestellt, aber der hier unten, der kommt weg, der Schrank, der ist noch von der Küche. Die Sachen müssen auch alle dann noch in die Schränke und so geräumt werden, also das wird verkauft. Und das hier kommt dann auch in die Schränke. Und Tim baut gerade hier dieses Hüllis-Regal da auf, das da. Das haben wir halt noch einmal und einmal so ein Holzregal. Wir haben ein Holzregal, weil es davon nur noch eins gab und wir davon eigentlich drei holen wollten. Aber das gab es nur noch einmal, deswegen haben wir noch zweimal diese normalen Hüllis-Regale geholt. Hier ist noch alles Müll, das müssen wir jetzt gleich noch wegräumen. Und ja, hier draußen sieht es auch nicht so viel besser aus. Also die Kartons sind fertig, die müssen in den Keller. Das ist alles Müll, genau wie das. Ja, die zwei Sachen, die sind noch quasi fast leer. Und das muss auch alles noch in den Keller. Sonst. Ja, und wir haben jetzt gleich 5 Uhr, deswegen werden wir da jetzt auch nicht mehr viel machen. Also wir räumen jetzt nur noch das Regal, wenn das gleich fertig ist, hier rein. Und halt die Kartons und so, das kann halt auch alles entweder hier rein oder hoch, also zum Müll oder so, müssen wir halt noch gucken. Aber deswegen würde ich sagen, melde ich mich nämlich dann morgen wieder, weil wie gesagt, wir machen ja heute nichts mehr. Hi meine Lieben! So, wir sind wieder da, wir haben jetzt den nächsten Tag. Tim ist schon von der Arbeit zu Hause, eigentlich war ja geplant, dass wir heute zu Jessie fahren. Machen wir leider nicht, weil Tim einfach viel zu spät von der Arbeit wiedergekommen ist und das einfach nicht gepasst hätte, wenn wir jetzt noch dahin gefahren wären. Weil wir sind ja auch immer noch eine Stunde hin und zurück unterwegs, meistens sogar ja noch ein bisschen länger. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir fahren nächste Woche dahin. Genau, deswegen sind wir jetzt schon wieder fleißig dabei und sind Regale am Aufbauen. Wir haben jetzt schon dieses Silberne aufgebaut, was wir gestern auch aufgebaut haben und sind jetzt an dem zweiten dran. Und zwar an dem Holzregal, was ich euch gestern noch gezeigt hatte. Und das bauen wir jetzt gerade auf. Und dann gehen wir wieder in den Keller und die Schränke werden dann alle richtig hingestellt und wir holen dann noch den letzten Schrank, der noch im Schlafzimmer steht. Also unser alter Kleiderschrank, der kommt ja auch in den Keller. Und dann richten wir das da alles und dann heißt es quasi nur noch einräumen. Ja, ja, vielen Dank. Genau, ja, dann müsste eigentlich hoffentlich Männer und Einräumen. Dann müssten wir hoffentlich weitestgehend mit dem Keller fertig sein. Und dann fehlt nur noch das Schlafzimmer. Ja, wir hoffen aber mal, dass wir das heute noch einigermaßen schnell hinkriegen. Wir haben jetzt 5 Uhr. Und ich wünsche euch einfach weiterhin viel Spaß beim Video. Und ja, wir machen mal weiter. Something on my mind, I bet you know what I'm thinking about. You know I can't stop loving you. Every time when you're looking at me, it feels like my heart is skipping a beat, yeah. You know I can't live without you. You make me crazy. Wie ihr seht, stehen die Schränke. Ich mach mal die Tür ein bisschen voll. So, wie ihr seht, stehen die Schränke jetzt und ja, das muss jetzt alles in die Schränke geräumt werden, beziehungsweise so wie Koffer und der Riesenkarton vom Fernseher und so, der bleibt halt da hinten stehen. Sonst halt alles so wie Möbelstücke oder so richtig unnötig schwere Sachen, die kommen halt natürlich nicht hier rein, ne? Und wie das mit den Kartons aussieht, müssen wir halt auch noch gucken. Aber es gibt halt einfach viele Sachen, die wir hier einfach unnötig rumstehen haben, die halt einfach extrem viel Platz wegnehmen, wenn die einfach nur hier rumstehen. Und da habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Sondern deswegen haben wir auch unseren alten Kleiderschrank jetzt hier hingestellt, weil wir haben nämlich noch massig Kleiderbügel. Okay, noch massig Kleiderbügel hier im Keller. Da haben wir dann gesagt, hängen wir zum Beispiel wie jetzt im Winter, kommen da zum Beispiel halt auch Sommersachen rein und auch Sachen so, die man halt nicht so oft anzieht und so halt einfach, damit die irgendwie untergebracht sind, damit die nicht in der Wohnung irgendwo rumfliegen, weil wir halt da keinen Platz haben. Das ist halt das Problem, wenn man nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat, ne? Und wie gesagt, die drei anderen Regale sind jetzt halt einfach für alles Mögliche, was halt hier so drunter liegt. Und das müssen wir jetzt alles durchgehen und gucken, ob wir noch vieles in... Okay. Okay, das war der Ventilator. Und gucken, ob wir halt einfach vieles irgendwie noch in Kartons oder so unterkriegen oder halt irgendwie im Schrank oder so. Weil ich habe noch mega viele Weihnachtssachen gefunden. Zum Beispiel wie das Teil hier. Das war, glaube ich, letztes Jahr ja unser Adventskranz. Und unser alter Tannenbaum, der kleine, steht da. Liegt auch noch irgendwo der Karton. Und alte Futternäpfe von den Katzen. Katzenklos. Zwei Raclettes liegen hier noch rum. Ja, und ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert. Wir machen hier einfach mal weiter. So, ein bisschen was haben wir wenigstens schon mal geschafft. Also hier liegt jetzt erstmal noch Müll. Hier sind so Verpackungssachen, das kommt auch noch weg. Unser alter Tannenbaum. Da unten Deko.
da oben unser Adventskalender. Da stehen halt jetzt alle Kartons, die wir so haben, habe ich ja eben schon gesagt. Und hier steht jetzt einfach unser Tannenbaum. Auch wenn wir uns einen neuen holen, würde ich sagen, bleibt der einfach da stehen. Ja, und so sieht es jetzt erstmal aus, wenn man reinkommt. Ja, und hier ist halt immer noch ein kleines Desaster. Die Kartons da kommen gleich noch weg. Die ganzen Sachen noch nicht, ich habe keinen Bock mehr. Es nimmt langsam hier alles Gestalt an. Ich habe mich auf den Boden gesetzt, weil ich gerade alles Kisten am Aussortieren bin und ich mir hier keinen abheben will, abmachen will am Rücken. Wie nennt man es? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier an der Wand so ganz viele Nägel und da hingen eh schon unsere Ersatzreifen. Da haben wir jetzt da ganz viele Sachen dran gehangen. So Bilder und alte Katzensachen, unsere Maiherzen und so, weil die im Zimmer total verblassen und verstorben. Deswegen haben wir die lieber dann in der Tüte drin. Da ist jetzt nur noch Müll. Der Müll ist voll. Wir haben unsere Gießkanne wiedergefunden. Ja, und sonst? Sind Sie zufrieden? Hey, fühlt sich gut? Das kann nur sein, aber wir machen gute Fortschritte. Oh, man sieht dich gar nicht. Ich habe dich gefilmt. Und ich habe hier gerade noch so ein paar Sachen gefunden von damals. Eine alte Geburtstagskarte, die noch benutzt werden kann. Ach, die können wir meinem Bruder dieses Jahr schenken. Auf die Gemini, das war noch dabei, ne? Oh Gott. Kannst du dir vorstellen, dass das Bild jetzt auch schon 2 Jahre alt ist? Nein. Das haben wir Winter 2016 gemacht. Ja? Ja, das war Vlogmas 2016. War ich schon noch drin. Ich sehe auch irgendwie voll anders aus. Meine Mar, guck mal. Voll dick noch. Die abgenommen hat, ey. Ja, das ist nicht schön. Und hier, das ist auch voll schön, ne? Ich finde, meine Mar sieht jetzt genauso aus wie damals. Ich finde, jetzt sieht sie besser aus. Von der Figur her. Ich habe halt einfach eine schöne Mutter. Und Mandy. Oh Gott. Wie aussehe. Was wolltest du loswerden? So, also. Ne? Dazu braucht man nicht viel sagen. Okay. Was ist das? Au! Ah! Wir sind fertig. Juhu. Da soll mir mal jemand sagen, der ist jetzt nicht ordentlicher als vorher. So, also ich bin jetzt mal hier drin. Ne? Da steht jetzt halt, wie gesagt, unser Tannenbaum. Da stehen halt ein paar Sachen von YouTube. Da ist eine Tasche für meine Softbox und alles. Für mein Stativ, keine Ahnung. Da unser Grill. Nachttischlampen, die bald wieder ins Schlafzimmer kommen. Dann da unten halt Sachen zum Streichen. Da sind einmal Regale drin und Lampen. Da ist normale Deko. Unser Adventskranz. Sehr wahrscheinlich dieses Jahr. Dann hier halt einfach so ein paar Receiver, DVD-Player. Die werden entweder bald auf Müll kommen oder verkauft. Ja, irgendwie sowas. Aber ich denke mal, verkauft eher weniger. Hier in dem Regal haben wir jetzt einfach nur erstmal unsere Adventskalender stehen. Hier unten sind alle möglichen Sachen für Weihnachten und Geburtstag und alles Mögliche. Also Geschenkpapier, Papier, also diese Schleifen hier und so. Und Glitzer, Kleber, Heißklebepistol-Dinger und und Farben. Hier haben wir dann unseren alten Tannenbaum. Hier unten ist Deko fürs Wohnzimmer, wenn das neu gemacht ist schon. Da haben wir uns bei Action schon ein kleines bisschen ausgetobt. Hier haben wir jetzt unseren alten Kleiderschrank. Da drauf sind jetzt unsere Herdplatten, die wir geholt haben, als wir hier eingezogen sind, weil wir ja erstmal, ich glaube, 2 Wochen oder so keine Küche hatten. Alles Kartons und keine Ahnung, tausende von Sachen. Und im Schrank hängen jetzt ja so Jacken für den Winter und so. Taschen, Schwimmtasche und hier sind alle Sachen so für den Sommer drin, also kurze Hosen, Tops, alles Mögliche. Hier stehen jetzt einfach noch die Kartons, die wir noch übrig haben. Dann unser Koffer. Hier stehen noch 2 Kartons, die jetzt voll sind. Einmal Sachen von Tims Box, die wir verkaufen werden, also Tims Subwoofer. Einmal unsere Klebefolie von der Küche, der Fernseher, Füllmaterial für Pakete, die verschickt werden, also Verlosungen oder so. Tims Subwoofer, Wandfarbe, unser Ventilator und dann sind da unsere beiden Raclettes, die aber auch bald wegkommen, weil wir uns irgendwann neue holen werden. Unser Schuhschrank mit Schuhen halt, die wir ab und zu mal anziehen. Und ja, wie gesagt, hier oben hängen halt einfach so die Sachen, die ich euch eben auch schon gezeigt habe. Hier liegt jetzt einmal unsere neue Fußmatte, die wir bald vor die Tür legen werden, wenn wir mit der Wohnung fertig sind. 2 Bilderleisten, die ins Wohnzimmer kommen werden. Unser Tritt. Dann sind hier so 2 Kartons, alles Weihnachtsdeko. Die Koffer von meiner Mutter, die wir mit dem Urlaub hatten. Und die Spüle von meiner Mutter. Und jetzt soll noch mal irgendjemand sagen, dieser Keller sei unaufgeräumt, weil... Nein, definitiv nicht mehr. Sag mal, ich werde jetzt reingehen. Wir haben jetzt 20 nach 7 und sind jetzt endlich fertig und stehen jetzt in der Küche. Wow, fokussiert doch. Wir machen uns jetzt noch was zu essen.
euch erzählen. Wow, Fokus echt on top gerade. Danach werde ich mich direkt an dieses Video hier begeben und das sofort schneiden, damit das natürlich morgen für euch online geht. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir sind jetzt, wie gesagt, mit dem Keller fertig. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung unten in den Kommentaren da lassen. Und als nächstes ist auf jeden Fall das Schlafzimmer dran. Das ist ja schon teils fertig, aber da muss halt alles noch komplett fertig gemacht werden. Also die Schränke müssen auch alle richtig hingestellt werden. Und da werde ich gucken, ob ich euch dabei mitnehme, weil es ist quasi nicht so viel. Es wird auf jeden Fall eine neue Roomtour geben, sobald hier alles fertig ist. So viel steht schon mal fest. Das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich würde mich jetzt sehr gerne von euch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über euer Feedback unten in den Kommentaren. Hier oben kommt ihr nochmal zu meinem letzten Video und hier unten zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Hier unten in der Ecke könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und dann war es das von unserer Seite. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!